Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Und heute ist ein verregneter Tag, weil wir gestern das Regentotem benutzt haben. Und das wollte ich ja, weil ich möchte heute unbedingt, ich möchte heute nämlich unbedingt dieses Medaillon kaufen und Penny endlich einen Heiratsantrag machen. Und das klappt halt nur beim Regen. Aber ja, heute ist es soweit. Ich werde dieses Medaillon heute kaufen. Oh, wir haben sogar eine Brombeere bekommen. Sehr schön. Wunderbar. In mein... Oh, hier ist ein... Ah, ich habe keine Axt. Ich habe leider keine Axt dabei. Aber das ist nicht so schlimm. Heute gibt es auch keine Trüffel, wenn mein Schweinchen nicht rauskommt. Aber das ist auch nicht so schlimm. Der Rest klappt auf jeden Fall. Und dann brauche ich eigentlich Seetang, weil ich gerne möchte, dass... so. Entenmayonnaise, dann 1, 2, 3 Früchte brauche ich. Was machen wir denn da? Wir haben zweimal die und einmal... Die hier. So. Milch hatten wir auch. So, die kommt hier rein. Sehr schön. Wolle gab es nicht. Den Rest können wir verkaufen. Ich glaube, ich kann auch was ernten, oder? Ja, die Blumen sind fertig hier. Wunderbar. Die nehmen wir natürlich mit. Die Bohnen sind noch nicht fertig, aber die Kartoffeln sind auch fertig. Sehr gut. Dann nehmen wir die mit. Was war das? Grünkohl? Okay. Moment, Grünkohl ist doch hier auch noch irgendwo. Sehr schön. Die Blumen hebe ich auf jeden Fall auf. Ah ne, der Grünkohl braucht noch einen Tag. Okay. Dann schauen wir mal. Also, die Blumen kommen alle hier rein. Hier haben wir noch ein paar Blumen. Gut, die kann ich verkaufen. Das eine ich, das nicht, aber das und das. Dann schaue ich mal. Also wir haben auf jeden Fall noch Kartoffeln zum Ansehen. Und mehr eigentlich nicht. Da müssten wir halt auch noch mal zu Pierre gehen, so wie ich das jetzt sehe. So. Wie viele Kartoffeln haben wir denn da noch? Ja, so, das ist alles weg. Kartoffeln wachsen, das klappt. Nee, Moment, das muss ich ja alles hier unten runterbringen. Meine Goldachs braucht auch noch ein bisschen. Ich muss mal ganz kurz hier rein. Also die hebe ich mir mal auf. Die zwei Eier noch, das und das kommt alles hier rein. Wunderbar. Dann werden wir heute zum Strand blitzen und bräuchte auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen Knoblauch oder so, ne? Obwohl Tulpenzwiebeln habe ich auch noch 7, Moment. Vielleicht packe ich unten auch noch mal Tulpen hin. So. Tulpen kann ich ja immer wieder gebrauchen. Ansonsten habe ich nichts weiter. Dann kann ich natürlich Penny eine schenken. Sommer, 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 Herbst, Herbst, Sommer und Herbst, Sommer und Herbst. Okay. Zum Schmied brauche ich heute nicht gehen. Ich werde zu Pia gehen und dann ab in den, oder an den Strand, ne? Und dann geht's los mit Penny zum Heiraten bewegen. So, was haben wir hier für eine Aufgabe? Ich hätte gern eine Kokosnuss. Aber vielleicht habe ich die Kokosnuss sogar für dich kennt. Müssen wir mal sehen. So, Blumenkohl, 12 Tage. Also eigentlich reicht mir auch, ich kann eigentlich auch Blumenkohl noch ein bisschen kaufen. Kartoffelsamen, Pastinakensamen könnte ich mir auch nochmal holen. Und Grünkohlsamen brauche ich auch nochmal ein bisschen. So.
Das sind Blumen, Knoblauch nehme ich auch nochmal mit. So. Und dann geht's ab zum Strand. So, bei Grobus könnte man das ein oder andere auch noch kaufen. Wir könnten mal schauen, was wir hier noch für Aufträge haben. Okay, saftige Käfer, das braucht alles nur einen Tag, das kriegt man sowieso nicht hin. Aber dann geht es jetzt hier runter. Dann nehme ich mir auf jeden Fall die Muscheln mit. Den Samen, na gut, den brauche ich jetzt nicht wirklich. So. Artefakt brauche ich nicht. Okay, der alte Seemann ist da, wunderbar. Das könnte ich ja eigentlich alles hier in meine Truhe machen, wo ich die Fische drin habe. So, jetzt rede ich mal mit dir hier, Kollege. Alter Seemann, ich kann in deinen Augen sehen, es gibt da jemanden Besonderes in deinem Herzen. Was für ein Zufall, dass ich gerade ein Meerjungfrauenamulett verkaufe. Gib das, du weißt schon wem, und übermittle so deine Gefühle. Kaufen für 5000, natürlich. Meerjungfrauenamulett, wunderbar. So, jetzt muss man natürlich nur noch Penny suchen. Penny ist zu Hause mittlerweile, oder? Immer noch. Na dann, Penny. Du weißt, was das heißt. Das heißt, ich mache dir heute einen Antrag. Hast du ein gutes Wochenende? Schön. So, meine liebe Penny. Ich will wirklich unsere Wohnung sauber halten, aber sie wird immer wieder schmutzig. Es ist nicht leicht, sich komplett allein um den Haushalt zu kümmern. Hä? Ja! Ich werde alles vorbereiten. Wir halten die Zeremonie in 3 Tagen ab, okay? Silke, ich habe ein wenig Angst. Das ist so eine große Veränderung. Keine Angst, ich bin auch glücklich. Juhu! In 3 Tagen ist die Hochzeit mit Penny. Wow. So, dann hat sich das ja auf jeden Fall schon mal gelohnt. Dann hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt, dass wir Penny heute diesen Antrag gemacht haben. Und in 3 Tagen steht dann unsere Hochzeit an. Das heißt, am 10. Frühlingstag ist dann die Hochzeit. So, warte mal, das kommt hier hin. Und das und das kommt hier. Und ich habe, glaube ich, hier auch noch so ein bisschen was drin. Genau, das Ding da. Dann haben wir hier noch die Grünalge und den Seetank. Das kommt alles hier rein. Dann schaue ich mal. Hier ist alles voll. Moment, hier unten komme ich nicht durch. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin und der Rest muss hier oben rein. Den muss ich dann später vielleicht nochmal anbauen. Ach nee, das war verkehrt. So, Moment, das ist doch meine Kiste hier, wo die Sachen hinkommen. Warte mal, irgendwie hat es jetzt was. Das noch und Kartoffelsamen. Ach, hier habe ich auch noch Pastinakensamen. Da habe ich jetzt ziemlich viel. Na gut, die 4 sind für den Frühling. Wunderbar, das klappt. Den einen Stein, der kann noch hier rein. Um meine Tiere müsste ich mich ja eigentlich schon gekümmert haben heute, oder? Aber ins Gewächshaus könnte ich noch gehen. Ja. Das haben wir. Die Pilze haben wir ja, glaube ich, auch schon geholt. So. Das Stroh nehme ich mit, ich brauche aber nicht selber füttern. Ist denn hier irgendwas fertig? Nicht wirklich. Blaubeeren, die brauchen noch einen Tag, die brauchen noch 2 Tage. Aber ich könnte jetzt mal schauen, dass wir vielleicht hier noch den ein oder anderen Iridium-Sprinkler hinbekommen. Dann können wir halt noch ein bisschen Farbenarbeit machen. Meine Goldachs ist dann morgen fertig. Dann kann ich noch die... jetzt will ich noch mal ganz kurz gucken. Iridium-Sprinkler. Ach, eine Batterie brauche ich da ja. Ich habe auch keine Batterie mehr, ne? Nee, das heißt, das hat sich eigentlich erledigt mit den Iridium-Sprinklern. Schade. Und wie sieht es mit dem Glück aus heute?
Vielleicht solltest du heute lieber zu Hause bleiben. Na, großartig. Das braucht auch noch 17 Stunden. Dann haben wir ja einiges an Honig fertig. Vielleicht angle ich da ein bisschen, damit ich ein bisschen Seetang kriege. So, Entenmayonnaise haben wir bekommen. Hier haben wir noch 2 Eier. Oder ich schaue mal, was wir an Fässern bauen können. Was brauchen wir denn für die Fässer? Holz, Kupfer, Eisen und Eichenharz. Also, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Eichenharz. Kupfer und Eisen. Also ich würde mir vielleicht 2 bauen von den Fässern noch. 2x Kupfer, 2x Eisen. So. Und dann würde ich mal schauen, was brauchen wir für die Einweggläser noch. Stein und Kohle. Na, Kohle habe ich jetzt natürlich nicht, ne? Da habe ich nur noch 2 Kohle. Okay. Kann ich da vielleicht noch so ein Fass? Ja, komm, ein Fass kann ich mir noch machen. So. Okay. Sehr schön. Dann kommt das Holz hier zurück. Das wird verkauft, das wird verkauft. 2x wird das verkauft und dann kommen die 3 Eichenfässer oder diese Fässer noch hier unten hin. So. Sehr schön. Dann kann ich hier noch 3x was reinpacken. Ich werde mal Kartoffeln einlegen. Das klappt auch super. Für die Fässer brauche ich Kohle. Ah, Kohle ist halt so eine Sache, ne? Oh mein, warte mal, da ist... Sehe ich gerade, da kann auf jeden Fall was hin noch. Was ist das hier? Kartoffeln. Habe ich denn noch Kartoffeln? Kartoffeln habe ich nicht mehr. Packe ich da eine Pastinake halt einfach noch hin. So. Dann müsste man eigentlich wirklich nochmal an die Mine gehen. Bürgermeister Luis hat heute Geburtstag. Ach, eine Kokosnuss möchtest du. Habe ich da noch eine Kokosnuss über? Hier ist keine Kokosnuss. Hier ist auch keine Kokosnuss. Oh, ich habe gar keine Kokosnuss. Mist. Wenn ich jetzt Glück habe, habe ich hier unten noch eine Kokosnuss drin. Ansonsten sieht es schlecht aus. Ich habe keine Kokosnuss. Dann müsste ich vielleicht doch nochmal in die Wüste. Wie viele Tage habe ich da jetzt noch Zeit? 2 Tage. Ich brauche unbedingt noch eine Kokosnuss. Jetzt haut sie schon ab. Es ist 17 Uhr. Mensch, du Pem, lass mich doch nicht hierzu zurück. Ach, ärgerlich. Hier brauche ich eigentlich auch nichts weiter, weil ich habe meine Axt noch nicht. Da ist ein Skelett. Also heute ist wirklich nicht mein Glückstag. So. Kohle gibt es ja jetzt gerade überhaupt nicht wirklich viel.
Nee, das sieht halt wirklich nicht gut aus hier. Außer Steine kriege ich ja, glaube ich, heute nichts weiter. Da komme ich nicht dran. Okay, eine Notiz haben wir gefunden. Aber vielleicht bin ich auch schon zu weit nach oben gegangen. Ich habe zweimal Kohle gefunden. Das ist Pennys Schrift. Ich möchte allen etwas schenken, das sie lieben. Mama, Passinaken, glasierte Süßkartoffeln. Okay, ich glaube, die Notiz hatten wir schon mal. Was ist denn das für eine hässliche Ebene hier? Hier möchte ich eigentlich nicht hin. Möchte dahin, wo ich... Kohle finden kann. Sieht schlecht aus, es sind gerade nicht so eine Kohle. Eine Kohle-Heinis. Das ist natürlich ärgerlich. Ach, Mann. Natürlich auch schon wieder ziemlich spät jetzt. Immerhin dreimal Kohle gefunden. Eieieiei. Das ist natürlich nicht so richtig viel. Das ist natürlich nicht so richtig viel, wie ich mir das vorgestellt habe. Schade. Vielleicht angle ich auch noch ein bisschen. Warte mal, das kommt weg, das kommt weg, das nicht. Das auch nicht. Die Geode kommt hier rein. Die komischen Schwerter kommen hier rein. Kohle und das kommt alles hier hinten rein. Ist halt ein bisschen wenig Kohle noch, was ich hier habe. Iridium habe ich sowieso nicht mehr, wenn, dann könnte ich eh noch mal... So. Eisen machen. Und dann habe ich nur noch einmal Kohle. Großartig. Oh, da ist zweimal Gelee fertig. Kann ich die Peperoni eigentlich hier reinpacken? Jawohl, das geht. Ein Ei habe ich auch noch. So. Milch habe ich sowieso nicht, aber bei meinen Tieren war ich ja heute. So, was ist das? Das sind die Blumen. Die Blumen wachsen hoffentlich auch hier. So, das kommt alles weg. Ja, und dann gehe ich schlafen, es ist 0:30 Uhr. Haben wir den nächsten Tag auch rumgekriegt. Wir haben nämlich viel erreicht heute, denn wir haben Penny heute einen Heiratsantrag gemacht.
Und haben trotzdem einiges an Geld bekommen. Super, 13.878 Gold. Das heißt, unser Hausausbau wird auch langsam, schreitet langsam voran. So, 4 Tage noch, dann ist unsere Süßkartoffel. Meine Goldaxt ist fertig. Wartet mal, die Goldaxt kann ich ja eigentlich noch holen gehen, oder? Oh, da war eine Krähe. Blödes Vieh. So, warte mal, die Blumen sind fertig. Der Honig ist fertig. Wunderbar. Da kann ich ja nichts drauf packen. Super. Das kommt alles hier rein. Warte mal. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das kommt ja hier oben in die Kiste rein. So, den Honig verkaufe ich. Der kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Dann Pastinaken. Mal Pastinaken war noch, glaube ich, einmal da. Einmal da. Einmal da. Und dann können wir hier weiter gucken. Oh, Eisen ist auch fertig. So. So, dann haben wir hier... Oh, da ist eine Hasenpfote. Endlich habe ich eine Hasenpfote, die ich fürs... Gemeinschaftsschaus gebrauchen kann. Sehr gut. So, dann schauen wir mal. So. So, so. So und so. Den Trüffel nehmen wir mit. Hier drinnen dürfte eigentlich nichts sein. Genau. Wunderbar. Dann machen wir das nämlich noch fertig und dann beenden wir die Folge heute mal ein bisschen anders. So. Dann die Milch hier hoch und den Trüffel. So. Das Ei. Da rein, Moment. Ne, die Hasenpfote nicht, aber das. Das auch nicht. Hasenpfote fürs Gemeinschaftshaus, das wird verkauft. Habe ich jetzt noch irgendwas? Das Ei ist hier drin noch. Naja, gut, das brauche ich nachher später dann noch. Der Rest läuft, dann sollte eigentlich bei uns der Kiefernsamen braucht noch ein bisschen. Ich bin ja gespannt, wann wir das erste. Oh, ein Granatapfel, den brauchen wir auch fürs Gemeinschaftshaus. Dann bin ich ja gespannt, wann wir jetzt muss ich mal schauen, das ist nicht Ernte, die Kaktusfrüchte hier sind erntebereit, sehr gut. Das braucht noch, das braucht noch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Oh, Kaktus kann ich eigentlich alles... Ach, das kann ich eigentlich alles auch verkaufen. Meine Goldaxt ist auch fertig. Die werden wir noch abholen. Und dann flitzen wir noch ins Gemeinschaftshaus. Oh, das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Das kommt ins Gemeinschaftshaus. Dann können wir die Geonen noch mitnehmen. So, Moment. Die Geodekörper packe ich mal dahin. Ja. Ach, und dann ist ja noch der Auftrag mit der Kokosnuss, ne? Das ist heute der letzte Tag. Ja. Das ist halt definitiv der letzte Tag. Mal sehen, ob ich da irgendwo noch eine Kokosnuss herkriege. Und ich habe meine Goldaxt bekommen. Wunderbar.
Aber die muss natürlich dahin. Und dann sage ich bei dir bitte noch die Geoden aufbrechen. So, mal schauen. Nichts, was wir für Gunther hier erledigen können. So, Bushaltestelle. Einmal in die Kaliko-Wüste. Und da liegt auch schon gleich eine Kokosnuss rum. Sehr gut. Genau die brauche ich nämlich. Das nehmen wir natürlich alles noch mit hier, wenn wir hier einmal sind. Jetzt ist sogar meine Goldaxt fertig und ich kann hier noch. Kann ja noch ein bisschen Holz mitnehmen. So, vielleicht ist hier ja noch weiter was fertig. Da ist aber noch eine Kokosnuss. Okay, wenn wir hier unten sind, könnte man natürlich auch einmal in den Club gehen. Wir haben da jetzt, glaube ich, so eine Clubkarte bekommen. Aber das würde ich mir gerne für später aufheben. Wenn wir in den Club da rein, kann ich die Dinger eigentlich auch kaputt machen? Nee. So, ich habe nämlich heute noch ein bisschen was zu erledigen. Wie gesagt, ich möchte unbedingt ins Gemeinschaftshaus die zwei Sachen abgeben. Dann müssen wir Kent suchen. Weil für ihn haben wir ja diese Kokosnuss dort. So, mein Pferdchen ist hier oben. Hat natürlich auf unsere Rückkehr gewartet. Blumen nehmen wir mit, die können wir verkaufen. So, Granatapfel und... Obwohl, ich glaube, Granatapfel hatte ich doch schon. Warte mal, ich kann ja mal schauen, wo Kent ist. Kent ist dort unten. Also wir geben... Nee, warte mal, du kriegst nicht die gute Kokosnuss, du kriegst die andere Kokosnuss. Da ist Penny. So, Kent wollte die Kokosnuss haben. Hallo, Kent. Hey, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Sieht perfekt aus. Hier ist etwas für deine Mühen. 300 Gold hast du mir sogar gegeben. Wunderbar. Hallo, Mani. Ich liebe Tiere, Frau Silke. Kümmere dich gut um sie und sie werden definitiv deine Freunde. Aber sowas von... Wo ist meine Penny jetzt hin? Die läuft hier drüben im Haus des Bürgermeisters rum. Penny, meine Liebe... Silke, ich habe ein wenig Angst. Das ist so eine große Veränderung. Keine Angst, ich bin auch sehr glücklich. Ja, das ist die Hauptsache. So, da haben wir Abigail, da ist der Bürgermeister. Stimmt, in 2 Tagen ist ja dann diese große, wunderbare Hochzeit. So, oh, mit hier oben kann ich auch... Ernten, wunderbar. Ne, das ist natürlich nicht so gut. Wir mal gucken, wir verkaufen. Die Blumen verkaufe ich auch mal, das nicht. Ach, ich wollte ins Gemeinschaftshaus. Ich bin so doof. So, warte mal. Das passt noch dahin. Das passt alles hierhin. Das kommt noch weg, das ist fürs Gemeinschaftshaus, ja. Das möchte ich definitiv noch machen. Dann sollten wir wieder ein weiteres Bündel eigentlich fertig haben. Dann brauchen wir ja eigentlich nur noch die Äpfel. Natürlich wird das noch ein bisschen dauern. Ich glaube, maximal 3 Äpfel kann man von einem Apfelbaum bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Dum, 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 dum. So, ach, hier brauche ich die Entenfeder, Äpfel, Granatapfel und Hasenpfote. Wunderbar.
Haben wir 5-mal Gold, also 3 Äpfel und hier noch eine Entenfeder. Gut. Entenfeder und 3 Äpfel. Dann haben wir das erledigt. Sehr schön. Ach, ich bin so zufrieden, dass wir das alles haben. Wir haben 30.000 an Gold. Das sieht gut aus. Achso, ich bräuchte ja diesen Seetang, ne? Für diese Fischdinger. Hätte ich den mal nicht komplett immer verkauft. Ja, das glaube ich ein bisschen. Pastinaken, die brauchen noch einen Tag. Sehr gut. Das Gold kommt hier rein. Ich habe sowieso nur noch einmal Kohle. Trüffel nehme ich mit. Gott sei Dank durften hier halt meine Tiere wieder raus. So, dann da rein. Da rein. Da rein. Milch habe ich, glaube ich, nicht. Hätte jetzt noch ein Ei, genau. Und mehr nicht. Ich könnte natürlich jetzt hier mal. So, hier machen wir mal ein paar Tomatensamen raus. Eigentlich könnte ich diese ganzen Silberfrüchte wegpacken. Also das ist alles Silber, das ist Silber. Das ist Silber, das ist Silber, das ist Silber. Dass ich hier nur Gold drinnen lasse. Also Blaubeeren brauche ich auf jeden Fall. Hier packe ich mal nur Gold rein. Das ist eine gute Idee. Dann kann ich den Rest verkaufen. Da gibt es auch nochmal richtig Geld jetzt. Ja? Hier, das wächst auch alles. Sehr schön. So, also. Kaufen, verkaufen, verkaufen. Sehr gut. Ins Gewächshaus brauche ich nicht. Da wächst noch ein bisschen Gras. Ich bräuchte, wie gesagt, halt noch ein bisschen was an Holz, ne? Aber Holz kann ich ja jetzt auch ein bisschen schneller bekommen. So, und hier oben war ja definitiv auch noch ein Baum, der weg muss. Und zwar der hier. Der andere kommt dann natürlich auch noch weg. Das wird dann aber später gemacht, wenn ich dann irgendwo eine eine Baumplantage einrichte. Wie sieht's aus? Holz. Ja, ich könnte natürlich den großen schuppen, aber da fehlt mir halt noch. Fehlt mir halt ein bisschen was noch. Und hier würde ich, wie gesagt, diese Sachen gerne hinmachen. Habe ich 3-mal Tomatensamen für den Sommer. Na, ist ja immerhin was. Den Samen behalte ich ja alles komplett hier oben drin, denke ich mal. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier. Das kann weg. Das kann weg. Die Sonnenblume behalte ich. Das kann weg. Das kann weg. Ach komm, das kann eigentlich auch weg. Der Stoff, den behalte ich mal. Reis brauche ich erstmal nicht. So, da räume ich mal hier ein bisschen auf. Seetang, ja genau. Ich wollte ja noch mal eigentlich ein bisschen angeln gehen. Oder kriege ich ja eigentlich noch. Nee. Da kriege ich nichts mehr hin. Nee. Okay. Dann muss ich mal schauen, wie ich hier unten vielleicht weiterbaue. Ah, das machen wir dann später. Ja, wir sind schon ziemlich weit jetzt hier in der Folge. Nee, komm, ich geh schlafen heute. So, nochmal gießen. Glück haben wir eh nicht. Wir brauchen jetzt nur noch die Hacke ausbessern und auf jeden Fall die Gießkanne noch. Das könnte ich eigentlich noch. Ah, ne, das reicht nicht. Ah, und ich brauche die auch für die für die Süßbeere. Die muss erstmal fertig werden, bevor ich da dann die Gießkanne wegschaffe.
18.000, 20.080 haben wir an Gold gemacht. Am achten Tag im Frühling. Sehr schön. Wo sind wir denn da jetzt? Bei 49.000, fast bei 50.000. Das heißt, unser Hausausbau steht nichts mehr im Weg. Also ein bisschen was dauert es noch. Aber ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge Stardew Valley wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.